Vorstandsmitglied, den Gernot Bodner, bitten, der auf der einen Seite einen Einblick in unser Bodenpionierprojekt gibt, das ja schon in viele andere Projekte immer wieder Einfluss nimmt, und ich darf um dein Referat bitten und freue mich schon drauf. Ich muss das immer ein bisschen runterstellen. also ihr kriegt jetzt ein Brainstorming serviert. Das ist ein bisschen das Schicksal der Bodenleben-Mitglieder, dass ich da immer die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen, serviere, um das zu diskutieren. Und das ist jetzt, da unten habe ich das habe ich noch schnell gemalt, das ist die Entstehungsgeschichte von dem Vortrag. Also da habe ich jetzt so herumgelesen, dann sind mir neue Ideen gekommen. Dann am Montag hat das um Mitternacht bei zwei Flaschen Wein geendet. Dann habe ich gestern mal einen Kopf auf meinen Hausberg in der Steiermark abkühlen müssen. Und heute im Zug habe ich das fertig gemacht. Das ist so ungefähr, so ungefähr ist das ganz entstanden. Und weil der Josch vorher gesagt hat, so Festival des Bodens und Musik, also das ist ein bisschen Grunge, so Nirvana-mäßig. Das ist jetzt nicht alles ganz rosarot, sondern eher so erdige Sachen, die mir da gekommen sind. Also der Versuch, das, was mir gerade durch den Kopf geht, ist ein bisschen so, die ökologischen Gesetze der Landwirtschaft zu verstehen, um die Sachen ein bisschen besser zu interpretieren, die wir da herum messen. Man muss mittlerweile jeden Vortrag muss man mit so Untergangsszenarien anfangen. Das habe ich da jetzt auch gemacht. Das sind die Grenzen des unseres Planeten. Also das wissen wir. Wir sind in dem Anthropozän, wo der Mensch halt sehr viel Einfluss auf den Planeten hat. Was ich damit sagen möchte, also da drüben sieht man das, wo halt mehr oder weniger man annimmt, dass die planetaren Grenzen schon überschritten sind. Das ist das Rote. Also Biodiversitätsverlust ist ein großes Problem und halt dass Stoffflüsse, vor allem Stickstoff und Phosphor in alle möglichen Ökosysteme extrem hoch sind. Was ich eigentlich damit sagen soll, ist, es hängt extrem viel am Boden. Also fast alles, was man bei diesen planetaren Grenzen sieht, hat irgendwas mit Boden zu tun. Diese biogeochemischen Flüsse, Stickstoff und Phosphor, das hängt ursächlich mit der Bodenressourcen zu tun. Das heißt, es kommt auf das Bodenmanagement an. Biodiversität ist das Gleiche. Also der Boden ist einfach das biodiverseste Ökosystem auf unserer Welt. Klimawandel, Senken und Quellen des Bodens. Also es hängt alles irgendwie mit Bodenmanagement zusammen. Jetzt, wenn man diese Dinge sieht, müsste ich mir normal eigentlich gleich an dem Rednerpult da aufpicken und nicht mehr aufhören zum Reden, weil wenn die Apokalypse in 2 Jahren vor der Türe steht, dann muss man etwas machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht weil ich älter werde und so, oder als Österreicher sucht man Kompromisse und Lösungen und in einer Stunde mal Mittagessen. Also ganz so pessimistisch bin ich jetzt da auch nicht. Was diese Untergangsszenarien halt auslösen, und das ist vielleicht die positive Seite von dem, ist, man fängt schon sehr viel zum Nachdenken an, was anders geht. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was wir in der Landwirtschaft erleben, oder nicht nur in der Landwirtschaft, und was auch dieser Verein widerspiegelt. Also es gibt einfach ziemlich viel Überlegungen, wie kann man die Dinge besser machen. Und das kann man in der Landwirtschaft genauso finden, dass halt diese ganze Klimawandeldiskussion und Klimakrise einfach sehr viel an neuen Versuchen und Ideen auslöst. Und ich meine, das ist genau das, was der Verein zeigt. Und das hört man immer wieder von deutschen Kollegen, dass halt gerade im Trockengebiet, wo halt die Krise noch deutlicher merkbar ist, es eigentlich noch mehr an Innovation gibt. Und das sagen oft aus Deutschland so Leute, sie schauen irgendwie neidisch nach Österreich, weil die Leute da so viel ausprobieren. Und das hängt halt einfach damit zusammen, dass es mehr Probleme gibt. Und da probiert man halt Dinge, um die Probleme zu lösen. Jedenfalls eine der Sachen, die mir jetzt vorkommt, die halt ganz stark in den Mittelpunkt gerückt sind, ist diese Bodenbiologie, was vielleicht in der regenerativen Landwirtschaft sich am deutlichsten zeigt, weil das ist eigentlich ein Versuch, die Landwirtschaft so neu zu gestalten, indem man die Bodenbiologie oder die Bodenmikrobiologie irgendwie da in den Fokus rückt. Jedenfalls, es tut sich sehr viel und das ist sicher interessant. Und was derzeit in der Hitparade ganz oben steht, ist wieder so eine Idee zurück zur Natur. Und das hat man eigentlich, das war der Anfang meines Nachdenkprozesses. Auf Englisch heißt das, sagt man da oft, Nature-Based Solutions. Also man sucht irgendwie, sich an der Natur zu orientieren.
wie halt die Natur funktioniert und das für die Landwirtschaft zu übertragen. Und da habe ich irgendwie angefangen zum Nachdenken, weil das ist ja nicht, nichts Neues, das, diese Zurück-zur-Natur-Idee. Das ist in Wirklichkeit, kommt diese Zurück-zur-Natur-Idee irgendwo aus dem 19. Jahrhundert, da haben irgendwelche Leute aus der Stadt halt, weil die Industrie halt irgendwie ziemlich grausig war, haben sie gedacht, die Natur, das ist so super schön und haben halt so ein romantisches Naturbild kreiert. Und das war eigentlich für mich ein Anfang eines Nachdenkprozesses über das, was wir machen und messen, weil man muss da extrem aufpassen. Wenn man romantische Zurück-zur-Natur-Vorstellungen als Kriterium ansetzt, dann kann das zu ziemlichen Unfug führen. Und ich meine, es ist, jeder mag Natur, nein, nicht. Aber ich glaube, man muss versuchen, Natur zu verstehen, was sie ist. Und man muss schauen, was ist Landwirtschaft? Und das habe ich probiert, ein bisschen in dem Vortrag anzugehen. Und das hat auch reale Hintergründe. Nämlich zum Teil gibt es, glaube ich, in den kommenden EU-Richtlinien ein bisschen verschobene Blicke, was die Ziele der Landwirtschaft sein sollen. Wo man das immer wieder auffällt, ist beim Humusgehalt. Da gibt es was, das heißt Humussättigung. Und da wird immer wieder mit Grünlandoberböden gearbeitet, um zu sagen, okay, die sind bei einer Sättigungsgrenze, dann rechnet man da so Defizite heraus und leitet daraus irgendwelche Zielstellungen für die Landwirtschaft ab. Und das ist was, wo ich ziemlich Bauchweh gekriegt habe und wo ich jetzt kürzlich schon wieder eine Karte auf seiner EU-Webseite gesehen habe über Sättigungsdefizite, also das zirkuliert noch immer. Das Zweite, wo halt ein bisschen so ein Zurück zur Natur oder Naturorientierung stark drin ist, ist tatsächlich in der regenerativen Landwirtschaft. Ein Beispiel sind diese Pilz-Bakterien-Verhältnisse, die diskutiert werden. Also da schaut man sich auch natürliche Ökosysteme an, sagt, die sind das Ideal und man muss irgendwie dahin und das Pilz-Bakterien-Verhältnis in so natürlichen Systemen ist halt was man sehr als Orientierung nimmt. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, wir machen es eigentlich selber auch, weil wir in unserem Bodenpioniere-Projekt haben wir immer, und das sind halt die Ergebnisse, die dann bringen, da haben wir immer eine Pionierlandwirtschaftsfläche, dann haben wir daneben auch standardbewirtschaftete Flächen und dazwischen haben wir den Ackerrand als natürliche Referenz. Und aus den Ergebnissen, die ich dann sage, ist mir dann schon immer wieder vorgekommen, wir müssen extrem aufpassen, was wir uns als Vorbild und Orientierung nehmen. Bei aller Liebe zur Natur, aber wir arbeiten im Prinzip in der Landwirtschaft. Und der Vortrag ist eigentlich aus diesem Hintergedanken entstanden. Jetzt habe ich bei dem Ganzen aber eine neue Liebe entdeckt, nämlich Ökosystemsukzession. Wenn du nicht ein Wissenschaftler bist, dann tust du die ganze Zeit irgendwas lesen. Und da bin ich auf diese sekundäre Sukzession gekommen. Und das ist mir, irgendwie ist mir das einmal, wenn du zur Natur ausschaust, ist mir das einmal gekommen, dass das gar nicht so blöd ist. Weil wenn du so einen frisch geackerten Boden siehst, dann fragst du dich, wo kommt das in der Natur vor? Das ist ja eine extreme Störung eines Ökosystems und das Einzige, was mir irgendwie bei den Büdeln aufgefallen ist, waren so Böden nach einem Wald, nach einem Buschbrand oder einem Waldbrand, wo nichts mehr da ist. In der Natur gibt es im Prinzip den brachen Boden nicht. Und von daher habe ich mir gedacht, eigentlich um zu verstehen, was in der Landwirtschaft sich abspielt, ökologisch zu verstehen, sind Dinge, die man in der Natursukzession vom Anfang bis zum reifen Ökosystem beobachten kann, sind eigentlich ganz wichtige Rahmenbedingungen, um zu verstehen, was sind Möglichkeiten und wo sind Grenzen. Das heißt, mein Referenzsystem, auf das ich mich immer wieder jetzt beziehe in der Interpretation von unseren Daten, ist ein bisschen, kommt aus dieser natürlichen Sukzession vom Anfangszustand bis zu einem reifen Endzustand. Und mit dem habe ich mich halt ein bisschen beschäftigt, um ein bisschen unsere Ergebnisse zu interpretieren. Und da findet man Gesetze. Und ich habe es ganz hinten auf meiner Folie dann was Böses oben stehen. Da habe ich oben stehen, liebe Ökologen, bitte versteht die Ökologie. Weil es gibt ökologische Grundgesetze, die wir nicht übergehen können. Und eines der Grundgesetze ist, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist eigentlich was relativ früh in der Ökosystemsukzession drinnen ist. Und was heißt, etwas ist früh in der Sukzession? Das ist was kurz nach einer Störung passiert ist. Denkt an den geackerten Boden, wo nichts umsteht. Das heißt, du musst immer wieder, damit das erhalten bleibt, der Zustand, musst Energie in das System einpumpen. Na, und was ist Bodenbearbeitung, die man jedes Jahr beim Ackern halt mit viel Energie macht?
ist genau die Sukzession wieder den Anfang zurückzudrehen. Das heißt, du haust immer sehr viel Energie in das Ökosystem rein. Und das Zweite ist, dass ein junges Ökosystem Energie extrem schlecht absorbieren oder abpuffern kann. Das heißt, die Störung, die du machst auf einem ganz jungen System, die hat einfach am meisten Effekte. Das heißt, die potenziellen Umwelteffekte sind in solchen jungen Ökosystemen, wie wir sie heute im Ackerbau haben, sind relativ stark. Das sind Grundgesetze, die man verstehen muss. Das heißt, wir bewegen uns im Ackerbau in einer relativ frühen Phase der Sukzession und wir müssen relativ viel Energie in das System reinputtern, damit es bleibt. Na, denkt an, darum habe ich das Büdel vorher gehabt, oder da ist er auch drauf, so ein Gänsefuß. Na, warum? Das sind Pionierpflanzen. Die kommen schnell. Und damit man die wieder wegbringen muss, Energie in das System reinpumpen. Das ist ganz ein natürlicher Prozess in der Ökosystemsukzession. Und ein zweites Gesetz, und das kommen wir auch nicht rundherum, ist, es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen Ertrag und Nachhaltigkeit. Die Kurven wird nie nach oben gehen. Wir können schon was verbessern. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir die Landwirtschaft nicht verbessert haben. Ne? Die Erträge sind besser geworden und ich meine, so, darum picke ich mich da jetzt nicht an, so schlimm ist es jetzt auch nicht in Österreich, bei vielen Ökosystemdienstleistungen in der Landwirtschaft. Aber die Kurve, der Zusammenhang, der wird immer nach unten gehen. Also es ist immer ein Kompromiss, den wir suchen müssen. Und dieser Kompromiss, und das habe ich auch dann in meiner Schlussfolie drin, das ist was, was sich die Gesellschaft aushandelt. Da braucht man nicht irgendwie, das ist halt auch so eine Mode, dass man irgendwie glaubt, irgendein Wissenschaftler, der was in Nature oder Science schreibt, der gibt mir jetzt die Antwort. Das ist ein Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und Produktion. Und diesen Kompromiss, den muss man aushandeln. Es wird nie das Optimum sein, wo die Kurve nach oben geht. Das ist immer ein Kompromiss. Und das ist auch was, wo man sich dann manchmal bei so EU-Dokumenten fragt, naja, haben die das verstanden? Ich meine sicher, wenn wir unsere ganze landwirtschaftliche Fläche zu irgendwelchen Dauerwiesen machen, na, dann werden wir schon was gewonnen haben mit der Nachhaltigkeit, aber dann haben wir halt keine inländische Produktion mehr. Und dann haben wir in Wirklichkeit, wenn man die Systemgrenze weiterzieht und wir importieren mehr, na, dann haben wir auch nicht wirklich viel gewonnen für die globale Nachhaltigkeit. Also wir müssen uns mit solchen Grundlagen beschäftigen. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und von daher glaube ich, man muss einfach schauen, was sind innerhalb der Landwirtschaft die Potenziale, die wir erreichen können in Ökosystemdienstleistungen und nicht irgendwas außerhalb der Landwirtschaft uns hernehmen, wo man sagt, das ist das Naturoptimum und dort müssen wir hin. Das mag interessant sein, bringt uns aber in Wirklichkeit nicht weiter. Das, was wir schon überlegen können, ist, gibt es Win-Win-Situationen? Also ich glaube, dort, wo wir Verluste haben, dort haben wir Optimierungspotenzial. Weil immer, wenn wir was verlieren, das ist meistens für die Natur nicht gescheit und für die Landwirtschaft ja auch nicht gescheit. Ich meine, wer will Stickstoff verlieren? Ne? Niemand. Ne? Das heißt, es gibt schon, glaube ich, einige Win-Win-Situationen, wo man was verbessern kann. Aber der Zusammenhang bleibt so, wie er ist. Und das Dritte, und das, über das habe ich jetzt, das habe ich nur eine geschrieben, also in den 70er Jahren, wo meine Ideen ein bisschen herkommen, da waren die Leute zum Teil schon ein bisschen vernünftiger, kommt mir vor, weil da war halt Industrie und so, da war der Zweite Weltkrieg noch näher, da hat man nicht alles gesagt, das ist alles schlecht und unsinnig, was die Menschheit hervorgebracht hat. Die haben halt gesagt, na, die Lösung kann vielleicht nur im Landschaftsraum vorhanden sein. Wir brauchen halt Produktionsflächen, wir brauchen Naturflächen für den Naturschutz, wir brauchen auch Industrieflächen, irgendwo müssen wir wohnen auch. Das heißt, es geht nicht nur so, dass alles der Einzelbetrieb lösen kann, sondern auch in der Landschaftsgestaltung auf größerer Ebene müssen wir schauen, wie wir halt das Gesamtsystem optimieren. Also das haben sie in die 70er Jahre noch gewusst, die Ökologen, und heute kommt man vor, man will irgendwie alles in ein Naturoptimum, das geht nicht. Irgendwo brauchen wir Kompromisse und die Kompromisse sind zum Teil sicher in der Bewirtschaftung der Einzelfläche, aber auch auf dem Landschaftsraum. Jetzt habe ich ein paar, und dann komme ich eh schon zu den Ergebnissen, und ich versuche die dann zu interpretieren, jetzt habe ich ein paar eben von dem Typen, der mich da inspiriert hat aus den 70er Jahren, mittlerweile ist der auch schon gestorben, habe ich ein paar so Ökosystemeigenschaften, die für die Interpretation von dem, was wir auch messen auf diesen Betrieben, also auf diesen Pionier- und Standard- und Referenzflächen, nicht uninteressant ist. Und die eine, also was, ich versuche zu verstehen, was ist die Logik hinter unseren Zahlen? Und da ist es eben für verschiedene
Eigenschaften von frühen Ökosystemen und reifen Ökosystemen abgebildet. Also landwirtschaftliche Böden sind eher frühe Ökosysteme, relativ knapp nach einer Störung. Und reife Ökosysteme sind halt welche, wo sie im Prinzip die Natur alles das gebildet hat, was sie sich bilden will. Also ein spätes Stadium nach einer Störung. Und da gibt es Grundunterschiede, die man verstehen muss, weil sie eben ökologische Gesetze sind. Ein erster wichtiger Unterschied, der mit dem Ertrag zusammenhängt. Junge Ökosysteme sind ertragreicher, weil die Pflanzen, die dort wachsen, höhere Wachstumsraten haben. Die kolonisieren frisch eine unbewachsene Fläche und wachsen extrem schnell. Und die müssen noch nicht sehr viel Energie ausgeben, um das zu erhalten, was vorhanden ist. Also die Zuwachsraten, die wir ernten, sind in jungen Ökosystemen höher. Na, warum haben wir landwirtschaftliche Flächen so, wie sie sind? Wir haben einjährige Pflanzen, die wachsen relativ schnell. Das ist die Grundlage unseres Ertrages. Das heißt, Ertragsfähigkeit, Zuwachsraten in kurzer Zeit sind ein klassisches Charakteristikum von jungen Ökosystemen. Wenn es ein reifes Ökosystem aus einem Wald oder so, da ist extrem viel Biomasse, die erhalten werden muss. Und die Zuwachsraten sind zum Teil geringer im Verhältnis zur Biomasse, die erhalten werden muss. Da steckt schon viel Energie drinnen. Da ist sehr viel Erhaltungsenergie notwendig und die Zuwachsraten werden mit dem reifen Stadium geringer. Also es gibt im Prinzip so eine Ertragsrelevanz, die einfach uns sagt, dass ackerbauliche einjährige Ökosysteme von den Zuwachsraten viel höher sind. Und das ist im Prinzip die Grundlage unseres Ertrags. Was ich jetzt für die Interpretation von unseren Messergebnissen brauche, sind dann die anderen Dinge, nämlich die Bodenlebenrelevanz. Was sind die Unterschiede beim Bodenleben zwischen einem jungen und einem reifen Ökosystem? Das erste ist, dass wir in einem jungen Ökosystem im Prinzip sehr wenig Spezialisierung haben. Ein reifes Ökosystem, das ist immer, wenn man an Lebensräume denkt, das hat viel mehr verschiedene Lebensräume. Das ist die Grundlage der Biodiversität. Da sind so viele verschiedene Nischen drinnen, dass einfach viele verschiedene Viecherl sich da wohlfühlen und nicht nur eine dominante Art vorherrscht. Das heißt, die Vielfalt der Nischen ist in einem jungen Ökosystem, das ist alles gleich, wenn man so will. Viel geringer als in einem alten, reifen Ökosystem. In einem jungen Ökosystem, ähnlich wie bei den Pflanzen, auch die Bodenlebewesen, die in einem jungen Ökosystem erfolgreich sind, sind die, die irrsinnig schnell wachsen. Das sind oft Bakterien, die haben eine schnellere Wachstumsrate, die haben da Erfolg. In reifen Ökosystemen sind zum Teil die, die langsamer sind, erfolgreicher, die eine größere Körpermasse haben, eben Pilze zum Beispiel mit ihren Hyphen im Vergleich zu diesen einzelligen Bakterien, die sind dort erfolgreicher. Die sind dort natürlicherweise dominanter. Und was auch beim Bodenleben eine Relevanz hat, ist, die Nahrungsketten sind vielfältiger. Das heißt, in einem jungen Ökosystem hast du ziemlich wenige Netze zwischen den einzelnen Organismen. Ein reifes Ökosystem hat viel mehr Netze zwischen verschiedenen Organismengruppen, die zusammenarbeiten. Also ich probiere das dann über unsere Ergebnisse drüber zu stülpen. Darum sage ich das jetzt einmal nur relativ kurz. Das zweite ist Bodenstrukturrelevanz. Auch da findet man wieder diese Ordnung. Man kann sich das vorstellen, wenn es irgendwo mit einer, weiß nicht, mit einer Kreiselecke oder was drüber fährst, du pulverisierst da alles. Das heißt, die Vielfältigkeit, die Verschiedenheit der Bohrenräume ist nach einer Bodenbearbeitung ziemlich einheitlich. Erst wenn der Boden wächst und reift, hast du einfach viele verschiedene Bohrensysteme da drinnen. Und bei den Aggregaten ist das Gleiche, bei den Bodenkrümeln. Naja, wenn du da mit einer Fräse oder irgendwas drüber fährst, dann machst du alles zu einem gleichen Pulver. Das schaut alles gleich aus. Während wenn der Boden reift und wächst, dann hast du einfach viel mehr verschiedene Dinge. Und was auch wichtig ist, und das ist halt meine zweite Liebe da drin, ist, da steckt Energie, gespeicherte Energie drinnen. Auf das komme ich dann noch zurück. Aber Bodenkrümel, was ist das? Das ist irgendwas, was biologisch zusammengeklebt ist. Da ist gespeichert, wie in einer Biomasse, da ist gespeicherte Energie drin. Wenn es da aufhaust, dann wird die Energie frei und das Ganze zerfällt. Also das ist auch eine grundlegende Gesetzmäßigkeit in der Ökologie. Und das Dritte, was eher ein bisschen klar ist, ist die Nährstoffrelevanz. Also es ein junges Ökosystem hat meistens dominant irgendwelche Viecher, die Biomasse fressen. Während in reifen Ökosystemen das meiste, was gefressen wird, totes Material ist. Also der Humus wird einfach bedeutender in einem reifen Ökosystem als in einem jungen. In einem alten Ökosystem ist das Hauptsächliche, was verwertet und weiterverarbeitet wird, ist alter Bestandesabfall.
Und in dem Ganzen schließen sich einfach Nahrungsketten. Also in einem jungen Ökosystem, wo alles viel schneller geht, für Gestörte sind die Nahrungsketten viel offener und die Nährstoffflüsse als in einem reifen Ökosystem. Also das sind ein paar Grundgesetzmäßigkeiten in der Ökosystementwicklung, die wir im Kopf behalten müssen. Und nur innerhalb von dem Rahmen können wir versuchen zu interpretieren und zu schauen, wo wir sind. So, bei jedem Vortrag würde ich immer irgendwelche Bildchen zeichnen. Und das ist das Bildchen von dem Ganzen. Was uns meistens interessiert, ist dieses sekundäre Nahrungsnetz, das ist das Bodenleben. Aber es fängt alles an mit der Primärproduktion. Also, dass unser Planet so ausschaut, wie er ausschaut, sind Pflanzen. Grüne Pflanzen, die Biomasse produzieren, das sind die Primärproduzenten und die füttern dann dieses sekundäre Nahrungsnetz. Und in dem Ganzen wird Energie transformiert. Da kommt von der Sonne Energie rein, ungefähr 1-2% werden in der Photosynthese genutzt, je nachdem, wie viel Bladeln da einfach Sonnenstrahlung abfangen. Und diese Energie wird dann weitergegeben in den Boden hinein. Und diese Energie kann verschiedene Formen im Boden sein. Das ist Energie, die die Mikroorganismen zum Fressen brauchen, weil das sind genauso wie wir, die sind heterotroph, die brauchen die meisten Kohlenstoff. Das heißt Futter, das von der Primärproduktion kommt. In dem Futter ist auch Energie drinnen. Und ein Teil dieser Energie, der wird halt verwertet. Die müssen atmen, sonst leben die nicht. Also Veratmung und damit notwendigerweise CO2-Produktion der Bodenmikrobiologie ist ein Lebenszeichen, dass sich da was tut. Wenn die alle tot sind, na, dann atmet nichts, dann kommt kein CO2 raus. Und beim Humus wäre ich dann noch einmal deutlich auf das zurückkommen, dass für mich diese Atmungsprozesse, das Leben, das Entscheidende sind und nicht, dass da irgendwas tot drinnen ist und sich nichts tut. Aber natürlich in dem, was im Boden gespeichert bleibt, an organischem Zeug, ist Energie auch gespeichert drin. Also das, was ich vorher kurz erwähnt habe, Bodenkrümel, die speichern einen Teil dieser Sonnenenergie in geordneten Strukturen, die halt Energie konsumieren, um diesen Ordnungszustand zu erhalten. Jedenfalls, und dann komme ich glaube ich eh bald zu den Ergebnissen, es gibt einfach einen Blick, und das ist Ökologie, es gibt einen Blick, der ist menschlich auf das ganze System, und es gibt eine Logik, die ist mikrobiell, und das muss man auseinanderhalten. Ganz ehrlich gesagt, der Mensch will Humusaufbau. Für die Mikroorganismen ist das eigentlich ein Dreck, weil die können mit dem nichts mehr anfangen. Mikroorganismen wollen Humus fressen, Streu zersetzen. Das ist eigentlich die Logik im System drinnen, die mikrobiell, der Motor, dieses sekundäre Nahrung, das will das alles zersetzen, in seinen Körper einbauen. Die wollen das nicht irgendwo abspeichern. Das ist unsere Idee. Die wollen Energie gewinnen aus dem Ganzen. Wir haben auch was davon, also zumindest in der Landwirtschaft, nämlich da werden Nährstoffe freigesetzt. Also diese Stoffumsetzungsprozesse, das ist die Grundlage von geschlossenen Nährstoffkreisläufen. Und das ist ja das, wo wir zum Teil, glaube ich, von einer landwirtschaftlichen Sicht mit dem Humusaufbau auch hinwollen. Wir wollen einfach Nährstoffketten, wollen wir im System möglichst schließen. Und die kommen halt, je mehr Humus wir haben, desto mehr kommen die aus der organischen Substanz. Das ist ja gut, aber wenn da nichts tut, nichts umgesetzt wird, haben wir nichts davon. Und die Mikroorganismen auch nicht. Und was die Bodenstruktur betrifft, ich meine, Mikroorganismen bauen nicht Bodenstruktur auf, weil sie so nett sein wollen zu uns. Die bauen im Prinzip Bodenstruktur indirekt auf, weil sie sie oft schützen wollen. Auf das komme ich dann noch zurück. Die geben halt so Schleimstoffe ab, weil das Leben im Boden ist ja auch irgendwie nicht so nett, weil da ist einmal heiß und kalt und trocken und feucht. Und damit die ein bisschen sich abisolieren vor diesem Rauf und Runter, geben sie Schleimstoffe ab und da fängt Bodenstrukturbildung an. Also die machen das jetzt auch nicht, weil sie da so gerne irgendwas zusammenbasteln, sondern das ist ein indirekter Prozess, weil sie die schützen wollen. Also man muss total aufpassen, dass man das System nicht ausschließlich nach so einer menschengemachten Logik beurteilt, weil dann versteht man es einfach nicht. Und dann weiß man auch nicht, was geht oder was möglich ist. Ich meine, ein paar Win-Win-Situationen gibt es schon, auf das komme ich dann noch zurück, damit das nicht zu crunchmäßig depressiv wird, aber verstehen muss man mal, was sich da abspült, sonst bringt es auch nichts. Jedenfalls, um noch eine letzte Sache zu der Energie zu sagen, je reifer das Ökosystem, desto mehr Energiepuffer gibt es da drin. Eben, das habe ich vorher schon gesagt, bei einem reifen Ökosystem ist extrem viel Energie in stehender Biomasse gespeichert. Die wird im jungen Ökosystem noch stärker durch Wachstum umgesetzt. Aber wenn da gar nichts steht, hast du keinen Energiepuffer. Na, warum wird der Boden so heiß? Weil einfach die ganze Energie auf den Boden hinauf knallt.
Und nur wenn dort Biomasse steht, wird Sauerstoff gebildet, weil das einfach ein energiegetriebener Prozess der Photosynthese ist, wo Sauerstoff rauskommt. Nur wenn dort möglichst der Boden abgedeckt ist und Verdunstung passiert, und die passiert bei Pflanzen mehr, dann ist auch das Wasser im Kreislauf, der kleine Wasserkreislauf. Ja, sonst hatzt es irgendwann auf und die Luft wird trocken. Also wir brauchen viele biologische Puffer, damit eben das System ruhiger wird, damit es nicht auf und ab und auf und ab geht. Und im Prinzip sind das natürliche Energieflüsse, die wir brauchen, um das System lesen zu können. Natürlich gibt es da Abhängigkeiten, von wo wir sind. Das muss man auch klar sein. Also die Biologie hat immer ein Haus. Das ist unveränderbar. Das Klima zum Beispiel. Ein kontinentales Klima, wie es bei uns ist, das geht halt mehr rauf und runter. Das hat mehr Saisonalität als ein ozeanisches Klima. Das kann man eh nicht ändern. Und es gibt natürlich auch gewisse Grundbodeneigenschaften, die quasi das Haus der Biologie ausmachen. Die kann man auch nicht ändern. Ein Sandboden geht auch mehr rauf und runter, weil das halt alles schneller geht als irgendwie ein Tonboden. Da tut sich nicht so viel. Also es gibt physikalische Grundgesetzmäßig, also Grundrandbedingungen, die sind unveränderbar. In denen spielt sich die Biologie ab. Je mehr Biologie wir haben, desto weniger geht das System rauf und runter und wird ruhiger. Also das sind ein bisschen meine Versuche, das Ganze zu begreifen, was wir da so herummessen. Und jetzt möchte ich das eben bei drei Sachen, die wir halt viel messen auf diesen Bodenpioniere betrieben, sagen, nämlich beim Humus, beim Bodenleben und bei der Bodenstruktur. Und das ein bisschen aus dieser Ökologie herauslesen. Also, was wären theoretisch die Entwicklungen in so einer Sukzession beim Humus? Punkt 1, die Menge wird mehr, weil halt einfach das System, wenn es reift, stärker vom Bestandesabfall lebt. Das heißt, von dieser Logik, dass die am Anfang ist die lebendige Biomasse das Wichtigste, da fehlt Kohlenstoff. Jedes junge System ist kohlenstofflimitiert. Darum wächst das Zeug halt, da gibt es noch mehr Mineralnährstoffe, das holt sich das und schnelle Wachstumsraten. Aber aus dem Humus kommt da noch nicht viel. Und beim alten, reifen Ökosystem kommt mehr aus dem Humus. Das ist die erste Idee, die man hat in der Sukzession. Und das zweite ist die Qualität. Die Vielfalt der Stoffe wird mehr. In einem Wald, wo du halt Streustoffe und so hast, da hast du viel mehr unterschiedliche Chemie. Da hast du schwer verwitterbare Stoffe, da hast Zucker, da hast alles Mögliche. Also die Diversität der chemischen Stoffe wird mehr. Und das hat eine Konsequenz auch für Humus und Bodenleben. Jetzt, um ein bisschen anzufangen, und das ist was, was ich nur kurz dazu sage. Es gibt da Untersuchungen, wie viel haben wir durch die Landwirtschaft an Netto-Primärproduktion verloren. Weil das ist der Anfang, die Primärproduktion. Alles andere ist ja sekundär. Und das sind so Schätzungen, ich meine, das sind immer Modelle. Aber man geht davon aus, dass in Österreich ungefähr die Primärproduktion in einem landwirtschaftlichen System oder einem menschlichen System ungefähr 10-30% weniger ist als in einer hypothetischen Natur. Das heißt, dadurch, dass wir, wenn wir weniger Primärproduktion haben, na, dann werden wir auch nachher ein bisschen weniger haben. Aber das ist halt einfach die Notwendigkeit der Landwirtschaft, nicht mit einjährigen Pflanzen zu arbeiten. Wir sind halt einfach, unsere Nahrungspflanzen sind einjährige Pflanzen. Dass wir da ein bisschen weniger Primärproduktion haben, ist auch was, was klar ist. Und durch die Systeme, die man halt so ausprobiert, mit Untersaaten, mit Immergrün, versucht man die Primärproduktion ein bisschen raufzuschrauben. Mit dem fängt alles an. Also wir brauchen gar nicht über Humus und so diskutieren, wenn wir nicht an diese Primärproduktion denken. Aber jedenfalls, was wir größtenteils machen, ist ja da im Humus herumzumessen. Das habe ich eh schon ein paar Mal gebracht, das ist sozusagen die neue Humustheorie. Die ja, sagen wir eigentlich nicht mehr Humustheorie, sagen wir die Logik der Streuzersetzung. Weil mit der Logik des Ökosystems zu sprechen, heißt mit der Logik der Mikrobiologie zu sprechen. Das Humusaufbau der Kohlenstoffspeicherung ist eine menschliche Übersetzung von Streuzersetzung. Die Logik hinter dem Ganzen ist Streuzersetzung. Da kommen Bestandesabfälle, die fressen die Mikroorganismen und mit denen passiert halt irgendwas. Und das ist was, was man ganz laut und deutlich sagen muss. Humusaufbau heißt immer, dass die Streuzersetzung irgendwo gestoppt ist. Dass das irgendwo den Mikroorganismen entzogen ist. Das sind im Prinzip zwei Dinge, wie du Mikroorganismen was entziehen kannst. Das eine ist, es bindet sich so fest im Boden, dass die zu wenig Energie haben, dass sie es runterkriegen. Der Tonhumuskomplex. Da kleben die organischen Bestandteile so fest oben,
dass die ihre Energie brauchen für irgendwelche Enzyme, um das wieder runterzubrechen. Das heißt, das ist ziemlich stabil, weil es einfach energetisch sich nicht so auszahlt. Und das Zweite ist, dass einfach nicht dazukommen. Also das ist dieser Aggregatweg, wenn du irgendwo ein Kohlenstoffteilchen in einem Bodenaggregat hast. Na irgendwie, das sind ja auch nicht miniklar, bis ungefähr 0,2 Mikrometer oder was gehen so Mikroorganismen, irgendwann kommen sie nicht mehr dazu. Also das ganze Zeug ist entzogen dem mikrobiellen Abbau, das ist außer Nutzung gestellt. Humusabbau ist nichts anderes als außer Nutzung stellen von organischer Substanz. Das ist jetzt nicht etwas, was gut oder schlecht ist, das passiert halt einfach. Aber im Prinzip ist es etwas, was halt nicht dem Ziel der Mikrobiologie im Boden entspricht, weil die wollen das zersetzen und auffressen. Jedenfalls, was haben wir in den Versuchen herausbekommen? Das Erste ist, die Mengen in den Pionierbetrieben werden schon mehr, ungefähr 15%. Also das waren diese 20 Standorte, die wir jetzt einmal in einer ersten Phase gemessen haben. Alle möglichen Böden, Pionierbetrieb, immer Fläche neben der Nachbarfläche, also da war ein Weg oder was dazwischen, das ist vom Grundbodeneigenschaft das Gleiche und dann war der Operan. Jedenfalls Zunahme im Humus, wo halt die Gesellschaft sich so freut, 15%. Und im Vergleich zu dieser Naturfläche, da war im Vergleich zum Standard noch 70% mehr. Da sieht man schon, das sind andere Welten. Das sind andere Welten. Wir können nicht das Ziel der Humusmehrung von irgendeiner nicht landwirtschaftlichen Fläche hernehmen. Das bringt nichts. Das, was wir gesehen haben, ist, wo sich am meisten tut, ist nicht in Dauerhumus. Und da habe ich dann noch ein neues Ergebnis, wo man das sieht. Dort, wo sich was tut, ist in schnell umsetzbarer organischer Material. Weil die Klimaleute, die wollen ja nur irgendwas, was 100, 500.000 Jahre im Boden ist. Das ist interessant. Aber da tut sich auch nicht so viel. Und das habe ich da herüben gesagt, da haben wir dann aufgegliedert, wo liegt der Humus. Das meiste, wo sich was tut, ist Bodenaggregate. Also der Humus, der in den Aggregaten drin ist, der verändert sich. Und da sind in Wirklichkeit die Pioniersysteme ziemlich ähnlich wie die Natursysteme. Also von der Menge ist schon eine andere Welt noch. Und das ist auch klar, ne? Wir ernten ja was. Ne? Also Biomasse geht auch weg. Das ist ja das Ziel des Ackerbaus. Aber dort, wo das Ganze gespeichert ist, ist eigentlich bei sehr aktiven Stoffen. Das ist eh bekannt. Auch das sind Ergebnisse aus Bayern von dem Kollegen Wiesmeier. Da herüben habe ich auch wieder diese Fraktionsverteilung gezeigt. Das ist C ist Acker, G ist Grünland und F ist Forst. Und man sieht da, wo sich das verschirbt, vor allem relativ, ist in dem labilen, aggregat gespeicherten Humus. Das heißt, das ist der Teil, die Ton-Humus-Komplexe, über die sich alle freuen, weil sie so stabil sind, da tut sich nicht viel. Da tut sich nicht viel. Dort, wo sich was tut, ist eigentlich in den Bereichen, wo es schnelle Kreisläufe gibt. Jetzt haben wir was anderes auch noch gemacht. Das war jetzt einmal nur an drei Proben, nämlich eben in Steinerbrunn, beim Lorenz, beim Franz Krötschl in Lackendorf, leichter Boden, und beim Grand Alfred, schwer, also da haben wir leichter, mittlerer, schwerer Boden. Das haben wir verbrannt bei zunehmenden Temperaturen. Weil was macht die Mikrobiologie? Die verbrennen Humus, das ist auch ein Oxidationsprozess. Und warum? Diese zunehmenden Temperaturen zeigen uns, wie stabil ist das Zeug. Also wenn was schon bei niedrigeren Temperaturen verbrennt, ist es labil. Und was man da sieht, ist, die hauptsächlichen Unterschiede kommen in den labilen organischen Substanzen zum Tragen. Also das, was leicht verstoffwechselbar ist, da liegen die Unterschiede drinnen. Und gerade bei dieser Methode haben wir gerade gesehen, bei der Referenz 36% zu 64%. Labil zu stabil. Das ist bei den Ackerböden, ist es weniger, dieses Verhältnis. Ist auch klar, in Ackerböden haben wir ein bisschen mehr Kohlenstofflimitierung, da kommt nicht so viel rein. Das heißt, die Mikroorganismen zersetzen einfach mehr. Dort, wo immer was reinkommt, da hat man einfach mehr labiles Zeug drinnen. Das heißt, es ist logisch, dass sie was in den labilen Substanzen tut. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es eine gewisse Veränderung in der Kohlenstoffqualität gibt. Auf das gehe ich jetzt nicht so ein. Aber man sieht da auf der drüberen Seite, da haben wir halt mit allen möglichen Methoden aufgeschossen, auf der drüberen Seite sieht man auch, da ist auch das Referenzsystem anders als der Acker. Das ist ein bisschen das, was man halt vom Wald, ich meine, das ist jetzt kein Auflagehumus, das war ja größtenteils waren das grasbewachsene Ackerränder. Das ist nicht der klassische Auflagehumus vom Wald, aber es geht auch in die Richtung. Da ist halt einfach mehr unzersetztes Streumaterial drauf. Aber da muss ich jetzt noch ein bisschen schauen. Jedenfalls, was ich sagen möchte beim Humus ist, wir haben zwei Humusfraktionen. Eine, die ist Biologie dominiert und eine, die ist Physik dominiert.
Das, was die Klimaleute interessiert, ist die physikdominierte Humusfraktion, die am Ton-Humus-Komplex biegt. Nur ist die physikdominierte Humusfraktion eine, die wir kaum verändern können und die sich vor allem im Unterboden befindet. Na, du hast halt weniger Mikrobiologie und du hast viele so Mineraloberflächen, da biegt sich das dran. Im Oberboden, und das ist Nature, das ist die Bibel, im Oberboden gibt es fast keinen alten Humus. Im Oberboden ist die Biologie so aktiv, dass wir ständig Umsetzungsprozesse haben. Und das ist dann eigentlich der nächste Schritt. Wir interessieren uns für ein lebendiges Ökosystem an Umsetzungsprozessen. Das hält den Boden lebendig. Nicht das tote organische Material, sondern das im Fluss befindliche organische Material ist das Ziel. Das heißt, vom Humus ist es klar, wir sind in einem Acker. Das sehen wir an den Humusmengen. Das sehen wir an den Humusmengen, dass auf einem Ackersystem wird Biomasse, wird geerntet, da geht immer Kohlenstoff weg. Das ist einfach ein Acker. Kohlenstoffexport über Ernteprodukte ist das Ziel der Landwirtschaft. Und wir haben halt nicht mehr die geschlossenen Kreisläufe, wie es vielleicht noch vor 100 Jahren war, wo alles am Betrieb dann veredelt worden ist und wieder über organischen Dünger zurückkommt. Das haben wir nicht mehr. Das heißt, es ist logisch, dass wir weniger Humusmengen auf einem Ackersystem haben. Wir haben eine Dominanz einjähriger Arten. Das ist auch was anderes, als wenn immer was steht. Ich meine, sobald immer was steht, wächst es immer, wenn es wachsen kann. Da ist mehr Input. Also diese Unterschiede im Input, die kriegen wir nicht weg. Das heißt, das Ziel kann nur innerhalb des Ackers liegen. Wir haben sicher auch ein bisschen, auf das komme ich dann noch zurück, in den Aggregaten Stellschrauben, weil das meiste, was ich abspüre, ist in Bodenaggregaten. Und da gibt es logischerweise Stellschrauben, ob wir was verbessern können oder nicht. Und ich glaube ein bisschen schon auch, dass es in der Vielfalt der organischen Substanzen Unterschiede gibt. Das ist ein bisschen was in der neuen Humustheorie. Mikroorganismen, denen es immer das Gleiche zum Fressen gibt, die sind in ihrem Stoffwechselapparat auf das spezialisiert und können das irrsinnig gut verwerten. Wenn es denen 50 verschiedene Futter vorwirfst, dann sind sie nicht so spezialisiert und es ist die chemische Diversität des Futters macht was aus in der Speichermöglichkeit. Und da ist es einfach ein natürliches System, Ökosystemtheorie, wird vielfältiger und komplexer in den organischen Inputs, darum bleibt da einfach auch mehr liegen. Aber nicht glauben, dass das stabil ist, das ist schon verstoffwechselbar, aber da haben sie halt in der Natur nur anderes fressen. Jetzt der zweite Punkt ist Bodenleben als solches. Also wir messen in den Betrieben halt viel so Mikrobiologie-Sachen herum. Da wäre die Theorie, die Ökosystemtheorie würde uns sagen, dadurch, dass wir in jungen Systemen im ganz gestörten Acker weniger Nischen haben, ist es weniger divers. Und das Zweite, was wir sehen oder was die Theorie sagen würde, in den Funktionen, wir haben in den einfachen Ökosystemen, haben wir im Prinzip viel Mineralstoffe, die können es verwerten, aber wir haben wenig Kohlenstoff. Da sind mehr diese Schnellwachser vorhanden, also bakterienlastiger und bei den anderen haben wir mehr Pilze. Bodenbelebung ist was sehr Lokales. Der Boden lebt nur dort, wo Kohlenstofffutter vorhanden ist. Und das ist ungefähr nur in 10% des Bodens. Dort, wo aktive Wurzeln sind, Liquid Carbon Pathway, dort, wo Streustoffe sind, dort lebt der Boden. Dort, wo es nichts zum Fressen gibt, schlafen alle. Das ist die Grundlogik. Das heißt, jede landwirtschaftliche Verbesserung heißt mehr wachsende Pflanzen. Weil das ist sozusagen, die haben ja keine Zent, die Viecher, ne? Die können das ja nur flüssig aufnehmen. Das heißt, die flüssige Nahrung aus den Wurzeln ist natürlich das Beste, was die fressen können. Sonst müssen sie eben Energie aufwenden, um Streustoffe einmal flüssig zu machen und zu ersetzen. Das ist natürlich nicht so effizient, als wenn es dann auch gleich flüssige Nahrung gibt. Das heißt, Bodenbelebung hängt in erster Linie mit diesen vegetativen grünen Pflanzen zusammen. Was wichtig ist, und da bin ich schon im Prinzip bei sozusagen dieser Humusaufbauskepsis, die Bodenmikrobiologie ist Standard zu Pionier um 30% angewachsen. Vorher haben wir gehabt 15% im Mittel beim Humus. Das heißt, man sieht schon, Bodenbelebung ist viel besser möglich in einem landwirtschaftlichen Setting als jetzt dieser Dauerhumusaufbau. Und da hängt eben, glaube ich, die Gesundheit des Ökosystems dran. Natürlich haben wir da noch wieder einen Sprung zu dem Referenzsystem, aber das ist ungefähr das Doppelte an mikrobieller Biomassezuwachs im Vergleich zum Gesamthumuszuwachs. Und das ist was. Also da kann man mehr machen. Mein Eindruck oder den Eindruck, den wir haben, es gibt schon ein bisschen einen Trend in dem Referenzsystem zu den Pilzen. Also das ist Pilzbiomasse quasi von so Streuzersetzung der gesamten mikrobiellen Biomasse. Da sieht man jetzt, aber das ist ein Indikator. Bei der Mikrobiologie muss man immer irrsinnig aufpassen, weil da hast du 100 verschiedene Sachen.
Jedenfalls, da gäbe es ein bisschen einen Hinweis, dass es einen Trend zu Pilzen gibt in dem Natursystem. Wir sehen auch in diesen vom AID gemessenen DNA-Markern, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Natur und landwirtschaftlichem Ökosystem bei Pilzen und Bakterien, was da drin herumschwebt. Da ist einfach dieses Referenzsystem immer anders. Was da genau dahinter steht, kann ich noch nicht sagen. Das müssen wir uns noch genauer anschauen, aber wir wissen einmal, es gibt da einen Unterschied, mit dem wir leben müssen wahrscheinlich. Jetzt ist eine Sache, die mir wichtig ist, und darum ist zum Glück mein Kollege auch gekommen, weil er das gemessen und hat mir eh schon gesagt, dass ich das, dass ich halt aufpasst, ob ich es eh richtig erkläre. Jedenfalls Kohlenstoffnutzung. Wir haben etwas gemessen, das heißt Kohlenstoffnutzungseffizienz. Das ist im Prinzip sowas, du schaust, wie viel wird veratmet und wie viel wird in die Biomasse eingebaut. Und wir haben festgestellt, da haben wir zuerst einmal gedacht, Effizienz ist ja so schön, wir wollen ja alle mehr Effizienz. Aber das Standardsystem war viel effizienter als das Pioniersystem und das Referenzsystem bei der Kohlenstoffnutzung. Die Interpretation ist eigentlich auf der Hand liegend. Wenn du den Viechern keinen Kohlenstoff fütterst, naja, alles, was sie kriegen, bauen sie extrem effizient ein. Wenn die Viecher gut gefüttert sind mit sehr viel leicht verstoffwechselbaren Substanzen, na, dann ist der Kohlenstoff nicht mehr so limitierend. Dann wären andere Dinge vielleicht limitierend, die sie brauchen. Und da ist der Stickstoff ganz oben. Das heißt, das Ergebnis, das wir hier sehen, dass die Funktion der Mikroorganismen sich deutlich ändert und auch beeinflussbar ist, das ist die wichtige Funktion des Humus. Also wir sehen schon hier, dass die Pioniersysteme nicht mehr so starker Humus limitiert sind. Da haben wir schon mehr Kohlenstoff. Und was eigentlich das Interessante an dem Ganzen ist, ist die Stickstoffseite von dem. Weil eines, glaube ich, unserer Hauptzielsetzung in der Landwirtschaft ist, die Stickstoffkreisläufe noch mehr zu schließen, den Stickstoff mehr der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Und das hängt mit Kohlenstoff ganz eng zusammen. Man kann sagen, es gibt quasi diese Kohlenstoffnutzungseffizienz ist 1 minus Stickstoffnutzungseffizienz. Wenn Mikroorganismen keinen Kohlenstoff haben, dann wären organische Substanzen, die oft Stickstoff enthalten, Aminosäuren, die fressen es, aber die spucken den Stickstoff aus. Mineralisierung ist nichts anderes als Kohlenstoffverwertung und Stickstoff wird wegmineralisiert. Das heißt auch, dass wir in den Pionier- und Referenzsystemen eine viel effizientere Stickstoffnutzung haben. Da fällt einer nämlich zum Teil dann schon der Stickstoff. Das heißt, die holen sich den Stickstoff aus dem Boden oder aus den leicht umsetzbaren organischen Substanzen in ihre Biomasse. Der bleibt biologisch gespeichert. Das heißt, Stickstoff und Kohlenstoff müssen gemeinsam betrachtet werden. Und dass man in Standardsystemen mehr Probleme mit unkontrollierbaren Stickstoffdynamiken zu tun hat, hängt eben mit der Kohlenstofffütterung der Mikrobiologie zusammen. Also von der Stickstoffseite können wir uns freuen, dass die weniger effizient bei der Kohlenstoffnutzungseffizienz sind, weil dann sind sie der Stickstoffnutzungseffizienz effizienter. Und das ist eigentlich von vielen der Problemen oder Herausforderungen, die wir haben, eine der größten. Und das habe ich da nochmal aufgezeichnet. Ich habe mich immer gefragt, warum können diese depperten Pflanzen nicht selbst den Stickstoffkreislauf regulieren oder nur Leguminosen halt mit ihren Knöllchen. In Wirklichkeit gibt es da fast so eine Win-Win-Verkuppelung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff. Was macht der Pflanzen? Die schiebt viel Zucker in den Boden. Zucker hat keinen Stickstoff. Das heißt, die Mikroorganismen kommen in der wurzelnahen Umgebung in einen Stickstoffmangel und dann fangen sie an, Stickstoff zu mobilisieren. Zum Teil aus dem alten Humus heraus und bauen den in ihre Biomasse ein. Das, was wir vorher bei dieser Kohlenstoffnutzungseffizienz gesehen haben. Die holen sich Stickstoff und bauen ihn in die Biomasse ein. Wie lange lebt der Mikroorganismus? Weiß ich nicht, bei Bakterien 1 bis 3 Tage oder 5 Tage. Das heißt, sind sehr schnell ist der Stickstoff wieder im Kreislauf, aber er geht nicht verloren. Und dann können sie die Pflanzen dann abholen. Also es gibt für jede Pflanze, der Stickstoff ist das wichtigste Nährelement nach dem Kohlenstoff und dem Wasser. Es gibt für jede Pflanze durch die Kohlenstoffausscheidungen in der Rhizosphäre eine Selbstregulation des Stickstoffkreislaufs. Das heißt, Zucker in dem Boden heißt Stickstoffeffizienz. Das passiert natürlich. Und das ist natürlich bei Systemen wie Pioniersystemen oder diesem Referenzsystem effizienter und besser geregelt als in einem Standardsystem, wo nur der Kohlenstoff fällt. Also da wird mit dem Holzhammer das Ganze ein bisschen in so eine Ökosystemlogik eingebaut, aber da bin ich noch ein bisschen unsicher, ob das so stimmt. Dann wäre ich hungrig auch. Jetzt kommt noch die Bodenstruktur.
Also die Bodenstruktur ist, ja, glaube ich, das Wichtigste, weil Bodenstruktur ist Luft- und Wasserhaushalt. Und so viel vom Pflanzenwachstum, vom Ertrag, jetzt nicht nur im Trockengebiet, aber vor allem da, hängt mit Luft- und Wasserhaushalt zusammen. Und die Theorie ist, dass die Lebensräume, die Bodenstruktur vielfältiger wird. Da fließt Energie hinein mit der Entwicklung des Ökosystems, biologische Energie, die wird gespeichert und das ist Bodenstruktur. Und das ist eigentlich was ich als eine der wichtigsten Sachen finde und in Wirklichkeit steht das in den ganzen alten Hefteln über Bodenstrukturansprache, steht das drin, es gibt eigentlich zwei Arten von Bodenstruktur oder drei. Es gibt eine, das mechanisch, also wenn es irgendwo aufhaust, entsteht irgendeine Struktur mit Gewalt. Nein, nicht, das ist Energie. Das zweite ist rein physikalisch, das ist die alte Frostgare. Eine Frostgare ist auch etwas, was physikalisch ganz klar erklärbar ist und eine Logik hat, aber das ist instabil, weil da ist noch kein Klebstoff, das zerschlagt was. Da wird was kleiner und zerfällt aufgrund vom Frost. Die einzige stabile Struktur ist das Aufbaugefüge und eigentlich heißt der Begriff Aufbaugefüge, sagt alles. Da fließt biologische Energie hinein, die etwas aufbaut. Das ist im Prinzip die Logik der Bodenstrukturbildung. Und da sind wir ganz klar bei dieser Thermodynamik, die ich natürlich auch nicht verstehe, aber es klingt so gut, darum habe ich das jetzt alles immer, sage ich das jetzt immer. Aber die Thermodynamik sagt, es geht wo Energie hinein und Energie kann ja nicht verloren gehen. Und wenn ein System sich entwickelt, dann kommt es im Prinzip in einen immer ungeordneteren Zustand. Es fließt alles auseinander. Und alles, was weil Energie frei wird, umgesetzt wird und alles, was zusammengeht, was mehr Ordnung hat, das speichert Energie. Da habe ich dann im Wikipedia, das sagt immer so schöne Sachen, die man dann in Vorträge reinschreibt, habe ich nachgeschaut. Und der Schrödinger hat gesagt, Leben nimmt negative Entropie auf und speichert sie. Na, und was ist ein Bodenkrümel? Das ist genau dieser Energieflussprozess. Photosynthese, Photosyntheseprodukte gehen in die Wurzel. Das kommt von der Wurzel in die Mikrobiologie. Zum Teil wird es veratmet, zum Teil werden es Schleimstoffe. Das geht in das Bodentrümmel über und das kriegt einen Ordnungszustand. Das heißt, Energie fließt in den Boden und führt zur Bodenstruktur. Das ist die Logik von Bodenstrukturbildung. Und da ist am Anfang Energie. Das heißt, du kannst keine Energie rausnehmen, sondern du musst biologische Energie hineinpumpen. Dann entsteht Bodenstruktur. Das ist die Grundlogik dieses Systems. Und juhu, wir haben eine Verbesserung. Das ist so ein Indikator für Bodenstrukturbildung von der Krümelqualität. Da sehen wir das eben, das Standardsystem, das ist schon unter einer kritischen Größe. Diese Grenze 0,1 Ton zu Humus ist so ein guter Indikator für Strukturqualität. Die Pioniersysteme sind alle schon über dieser kritischen Grenze und das Referenzsystem ist ganz oben. Was wir neu gemacht haben, wir haben Energie aufgekaut auf Krümel. Also das, was wir da gemacht haben, ist, wir haben von 0 Energie bis 60 Joule einfach mit so einer Ultraschallsonde wie beim Zahnarzt, bei der Zahnhygiene, haben wir Energie raufgekaut. Und das, was man da sehr deutlich gesehen hat, ist, dass der Aggregatzerfall viel früher anfängt bei dem Standardsystem als beim Pioniersystem. Also wenn man da oben auf der Tabelle rechts schaut, beim ersten Schritt von 0 auf 3 Joule zerfallen bei den Aggregaten da im Bereich der Mikroaggregate schon viel mehr und bei den Feinteilchen, bei den zerstäubten Feinteilchen kleiner 50 Mikrometer nimmt es schon stark zu. Das passiert bei den Pionierböden erst später, bei mehr Energie. Na, genau das ist das, was ich vorher gesagt habe. In den Aggregaten steckt mehr biologische Energie drinnen bei den Pioniersystemen. Das heißt, du brauchst mehr Energie, um das Ganze auseinanderzuhauen. Das kann man da ganz deutlich sehen, dass das ein Energiebindungsprozess in den Aggregaten ist. Ja, und immer, da hupfe ich jetzt ein bisschen drüber, immer wenn du was auseinanderjagst, dann kannst du das setzen. Das ist eine Sedimentation. Also du haust was in Kleinteilchen, na, dann kommt Wasser und das Ganze setzt sich an. Das kennt ja jeder. Brauchst nur aufschütteln und schauen, was da für eine Struktur rauskommt. Das ist die Gefahr, wenn du Struktur auseinanderhaust. Nur muss man aufpassen, ein kompakter Boden ist nicht gleich ein absedimentierter, strukturloser Boden. Wir haben in einer Direktsaat haben wir immer einen kompakteren Boden. Aber der ist nicht strukturlos. Der ist fester. Aber der hat extrem viel biologische Struktur drinnen. Ein kompakter Boden, der aus einem Sedimentationsprozess ist, ist das, was du bei einer Verschlemmung kriegst. Du haust das auseinander mit viel Energie, dann wird es nass und dann setzt sich das wie in ein Wasserglas ab. Und dann hast du keine Luft mehr, da hast du gar nichts drin, da hast du kein Leben drin. Aber man muss unterscheiden zwischen einer schlechten Setzung und einer
quasi Entwicklung des Bodens, der natürlich auch fester wird. Also das sieht man halt einfach in Böden, die schonend behandelt wird. Da bleibt die biologische Energie drinnen, aber natürlich werden die ein bisschen kompakter als ein Boden, wo dauernd Energie eingeht. Jetzt hupfe ich da über zwei Sachen drüber und sage nur das, weil das hat man ungefähr einen Monat Kostrechnerei mit irgendeinem komischen Mathematikprogramm. Das sind so Bohrenverteilungen. In Wirklichkeit geht es gar nicht so sehr um die Aggregate. Die Aggregate mengen wir wieder so gern bei Erosionsschutz, weil da müssen stabil sein. Für den lebenden Boden sind die Bohrenräume das Wichtigste. Da ist Lufthaushalt, Wasserhaushalt und Leben drinnen. Weil in den Bohren leben die Viecher. Und jetzt haben wir uns halt auf den Betrieben haben wir uns angeschaut, so Bohrenverteilungen. Das sind Bohrenhäufigkeitskurven. Rechts ist immer die ganz riesigen Bohren und links sind ganz feine Bohren. Und oben habe ich dazu geschrieben, das Blaue ist der Lufthaushalt, das Grüne ist der Wasserhaushalt, nutzbare Feldkapazität und das Braune sind die mikrobiellen Lebensräume. Auf was ich nur hinweisen möchte, ich habe dann geschaut, was beeinflusst die Bohren. Bei dem Standardsystem war die Korrelation, der Zusammenhang nur mit dem Tongehalt. Da ist das Bohrensystem in einem Standard Ackerboden, der viel gepflügt wird, ist ein reines Schicksal, was du dort für eine Korngrößenverteilung hast. Da spielen aufbauende Prozesse kaum eine Rolle. Und was man dann halt gesehen hat, bei dem Pionierboden und beim Referenzboden sind die erklärenden Variablen schon sehr stark welche, die aus der Struktur und dem Humus herauskommen. Das heißt, wir sind weg vom Schicksal der Bodentextur. Da kannst du eh nichts machen. Was willst du gegen Sound oder Ton machen? Das ist halt so. Und man emanzipiert sich in der Entwicklung des Bodens durch die Organik, durch die Energie, die reinkommt, größtenteils von diesem Schicksal der Bodentextur. Und was wichtig ist, der Unterschied, das habe ich mit den Pfeilen eingezeichnet, der Unterschied ist größtenteils im Mittelbohren. Und das macht auch absolut Sinn. Nicht, weil der Boden so viel mehr Wasser speichern können möchte. Das wollen wir. Das ist dort, wo Mikroorganismen leben. Die leben ungefähr, die meisten, irgendwo zwischen 50 Mikrometer und 0,2 Mikrometer. Und dort haben wir festgestellt, dass die größten Unterschiede sich abspielen, wenn wir das Management verändern. Weil wir heute die Mikrobiologie um 30-40% beleben. Das heißt, auch die Lebensräume verändern sich. Die bauen sich Lebensräume auf oder stabilisieren die. Das heißt, man kann sehen, dass es auch da wieder so etwas wie eine Win-Win-Situation gibt. Nicht, weil die so nett zu uns sein wollen, sondern weil es halt einfach die Konsequenz von dem Ganzen ist, von der Logik. Also wir können was verändern im Bohrensystem, das eben die wichtigste Sache für die Erträge ist. Da habe ich das jetzt noch einmal zusammengefasst. Die Büdeln sind jetzt nicht von mir, sondern von Deutschland. Da sieht man, oben ist die Festsubstanz. Das schaut ja der Boden, der Direktzeitboden, schaut total kompakt aus. Und dann haben die rausgerechnet die Bohrenräume. Und da siehst du, wie vernetzt die Bohrenräume sind. Das siehst du halt nicht mit freien Augen. Aber im Prinzip sind das, und ehrlich gesagt, Bohren und Hohlräume sind zwei unterschiedliche Dinge. Eine mechanische Bearbeitung macht ja schon viele Hohlräume, aber keine Bohren. Bei Bohren sind immer was Verbindungen hat. Und das kennen die ja, dass die Büdeln auch rausrechnen. Die Verbindungen zwischen diesen Bohrensystemen ist bei einer Direktzeit viel höher. Das heißt, da kann sich was bewegen, da kann was fließen. Das sind nicht irgendwelche abgesonderten Hohlräume, die man mechanisch macht. Also Bohrensukzession ist der Übergang vom Schicksal der Physik in die quasi Architektur des Bauen durch die Biologie. Es ist das Gleiche, im Prinzip ist es das Gleiche wie beim Humus. Oben spielt die Biologie eine Rolle, die können wir verändern. Unten die Physik, die Tonteilchen. Bei den Bohren ist es genau das Gleiche. Das, was wir nicht verändern können, ist die Physik, was da für Kerneln sind. Aber was wir verändern können, ist die Biologie. Und die können wir zum Teil beeinflussen. So, jetzt komme ich schon zu den Schlussfolgerungen. Also vier Schlussfolgerungen. Auf jeden Fall sind Bodenpioniere besser. Klar, haben wir ja doch, Bodenlebenvereinsmitglieder. Die Bodenbelebung ist intensiver als der Humusaufbau. Also dort, wo wir mehr bewirken können, ist in labilen Sachen, in Kreisläufen, in Flüssen. Und das ist das, was im Prinzip einen Ackerboden oder jeden Boden fruchtbar macht. Nicht das Tote, sondern das Lebende, Fließende. Das Verbesserungspotenzial hat, wir haben ackerbauliche Grenzen anzulegen und nicht Grenzen von anderen Ökosystemen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und Natur ist wichtig, aber Landwirtschaft auch. Und wir müssen beides erhalten und das erfordert Kompromisse. Und das muss man auch so sagen. Darum habe ich dann bei meinen drei altväterischen Weisheiten geschrieben, liebe Ökologen, bitte die Ökologie verstehen, weil
sonst kommen wir nicht weiter. Das ist sinnlos. Der Ackerbau, wenn wir ihn denn wollen, sonst kann man das auch sagen. Man kann auch sagen, man will jetzt keine Nahrungsmittelproduktion in Österreich mehr. Da muss man sagen. Aber die Landwirtschaft hat ökologische Gesetze, die müssen wir, da können wir ein bisschen was machen, aber es bleibt Landwirtschaft. Es braucht aus dem heraus sicher verschiedene Funktionsräume. Ehrlich gesagt, in der Ökologie findet man das zum Teil. Da gibt es eine Diskussion, ob man quasi alles ökologisch macht oder ob man zum Teil einfach Naturschutzflächen macht und landwirtschaftlich intensivere Flächen. Das mit den Mehrnutzungshecken ist im Prinzip so ein Versuch, die Landschaft zu gestalten, dass einfach Biodiversitätsrückzugsräume sind. Also es geht nicht alles auf dem Einzelschlag. Es geht auch in der Landschaft. Und ja, Lösungen brauchen damit auch besser gesagt Lobbys. Das ist ein Kompromiss, eine Verhandlungssache. Es wird nie ein Wissenschaftler sagen, so geht's und jetzt haben wir die Lösung, das ist technisch, jetzt haben wir jetzt rausgefunden. Dadurch, dass die Ökologie sagt, es ist ein Kompromiss und es gibt nicht das super Optimum für alles, ist es im Wesentlichen ein gesellschaftlicher Verhandlungsprozess. Ein Ausblick, das nächste, was wir aus der ganzen Messerei ausziehen wollen, außer dass man irgendwie da versucht, das irgendwie zu begreifen und schwierige Schemen mal überlegt, ist, dass man in Wirklichkeit geht es um ein Beratungstool. Also das Ziel von der ganzen Messerei ist zu sagen, wir haben Kernindikatoren, die mit Bodenfunktionen zusammenhängen. Und da sind für mich das Wichtigste Nährstoffrecyclingfunktion und Bodenstrukturfunktion oder Bohrenfunktion, Luftwasser. Und da müssen wir auskriegen, was sind Indikatoren, wo sind Schwachstellen. Um das geht's. Und dass wir eigentlich ein Beratungstool vielleicht online schaffen, wo man sagt, aufgrund meiner Bodenansprache, sei es im Labor oder zum Teil vielleicht geht es sogar am Feld, kann ich herausfinden, wo sind meine Schwachstellen und wo kann ich dran. Das muss der letztendliche Sinn der Messerei sein. Mir gefällt dieser Punkt, den man so gut als Bodenpunktberatung genannt. Das müssen wir am Schluss rauskriegen. Also da braucht man schon ordentlich viel Daten, dass das stabil wird, aber das ist eigentlich, glaube ich, muss man sich auf die Fahne schreiben, dass das jetzt nicht nur wissenschaftlich irgendwie interessant ist und so, sondern quasi ein Orientierungsinstrument. Ja, und das war's. Und mein Katz hat sich gedacht, ja, na endlich. Ja, und das möchte ich auch noch anführen. Also eine der Flächen war von Josef Jugowitz, der ist absolut überraschend im Dezember ziemlich jung verstorben und der Vortrag soll auch an ihn gedenken, weil der halt auch wirklich so ein extrem wichtiger Bodenpionier war und das ist ja sehr schade, dass wir den verloren haben. Ja. Gerlo, danke. So wie wir dich kennen, so wie du lebst, du hast jetzt auch präsentiert. Der Franz Kröschl hat da vorhin gerade geschrieben, wenn man dir zuhört, bekommt man Lust auf Studieren. Vor allem, du bist einer, der nicht best meint, die Bia ist ja genauso, ja, weil ihr seid einfach die wenigen Wissenschaftler und Poco-Dozenten, die wir kennen, die uns das erzählen, dass man es auch versteht als Landwirt. Das ist nicht immer so in dieser Art und Weise bei Vorträgen möglich. Danke für deine intensiven Einblicke. Und du hast gesagt, bei einer, zwei Flaschen Wein hast du deinen Vortrag zusammengestellt. Ein Kaffeeheferl haben wir schon in unserem Bodenleben-Shop, also für jeden auch zum Bestellen. Das darf ich dir gerne mal übergeben. Und vielleicht, Josch, müssen wir dann ein Weinachtel auch noch dementsprechend auch noch mit Bodenleben Logos verzieren, vielleicht die besseren Angaben. Da fällt es jetzt auch auf, der Wein, und man braucht es jetzt auch. Du meinst, für die Poco passt es auch besser, ja? Aber natürlich soll es bei unserem Bodenbiologie-Tag jetzt nicht nur ein Monolog sein, eine Richtung. Ich nehme mal an, nach deinem Vortrag haben sie da etliche Fragen aufgeteilt und darf sofort darum bitten, wer hat die erste Frage an den Gernot, wer bricht das Eis? Oder haben wir online ein paar gekriegt oder kommen sie direkt vom... Ja, da geht schon los. Warte, schau, ich komme mit dem Mikro hin. Ich habe das ja selber zum Teil nicht alles verstanden, was ich da sage, aber irgendwann muss man anfangen. Zwischen den Betrieben quasi. Also was man heraussieht, ist, dass Sandböden schneller und stärker reagieren. Du hast bei den Domböden, bei den schweren Böden, so Feuchtschwarzerden,
tut sie sehr wenig. Die haben natürlicherweise mehr Humus und sind auch von der Bodenstruktur kompakt. Also dort, wo du die stärksten Bewirtschaftungsänderungen siehst, sind Sandböden, was auch ein bisschen nett ist. Also die sind einfach viel reaktiver. Da gibt es wirklich eine Abstufung Sandschluff-Domböden, wie hoch die Veränderungsraten fast bei allen Socken sind. Das heißt, die Kunst des Handels liegt dann darin, sozusagen eine zwischen Aufbau und Abbildbau befindlichen Bereich anzuvisieren, der dann letzten Endes in einer gewissen Zeit auch stabil bleibt, wo es jetzt in der Süßigkeit und in der Aufbau wird. Und diesen Bereich ist nämlich dann anzustellen. Genau, muss ich die Frage jetzt wiederholen? Oder? Ja, also. Ja. Ja, also das ist sozusagen dieses Auf und Ab. Das ist das, was einfach in diesen jungen Ökosystemen viel stärker ist. Ich habe es einmal mit Hubert Stark, der hat das auch, oder das beobachten viele, der Zusammenbruch der Bodenstruktur. Das beobachtet man manchmal über Winter oder was, dass sich das einfach setzt. Das ist sozusagen der Kampf, den du führst zwischen biologischem Aufbau über Energietransfer von der Sonne über die Pflanze in die Mikrobiologie, die das zusammenbaut, und der Energie, die wieder rausgeht. Und das ist sozusagen ein Auf und Ab, was in reiferen Ökosystemen einfach ein bisschen stabiler wird. Und das, glaube ich, ist gerade bei der Bodenstruktur, die halt für die Bearbeitbarkeit und für die Etablierung der einjährigen Jungpflanzen so entscheidend ist, ist das eigentlich eine der hauptsächlichen Zielgrößen, dieses sozusagen oft unkontrollierbare Auf und Ab. Warum es das ist, ist klar. Ne? Da sind einfach Kräfte im Winter, da ist feuchter, da kommt der Frost rein, dass das zusammenhaut, ist klar. Das ist halt einfach die zerstörende Energie, die reinkommt. Und das sozusagen stabiler zu halten, wäre eine der Hauptzielsetzungen. Und ein bisschen herauszukriegen, warum ist es so instabil? Also im Vorhinein herauszukriegen, wo liegen Stellschrauben, um die Struktur stabiler zu halten. Weil das wäre sozusagen quasi, die Schwierigkeit ist, wir brauchen den mikrobiologischen Mechanismus, um ein menschliches Ziel, nämlich dass das Ganze stabiler bleibt, zu schaffen. Aber das würde ich für vielversprechend sehen, wenn wir sozusagen schon im Sommer oder was sagen können, Achtung, da passt was nicht, die Bodenstruktur ist sehr zusammenbruchsgefährdet, so in die Richtung. Danke für die andere Sichtweise oder Zugang, finde ich echt super. Was du gesagt hast, jetzt von wegen junges Ökosystem, breites Ökosystem, bei dem anderen Führer und dem anderen, wo ich jetzt in so einem Kanal komme. Also die Sichtweise würde ich jetzt nicht ganz teilen. Also man denkt, von Urwurz habe ich jetzt, also sie, mehrjährige Kulturen wo wir waren, also ja. Sind das so in Anruf. Und dann bin ich weit weg davon, aber bei der Gedanke, der sich für mich auch aufregend ist, ganz einfach, ob es jetzt eine Möglichkeit wäre, jetzt das Junge und das Reife zusammen, das Stichwort, also sie Agroforst oder psychologische Landwirtschaft oder so, weil das dann einfach, wenn jetzt so wie wir haben verschiedene Streifen von einer Fläche, dass das eine das andere irgendwie, wenn es dieses Bullshit mal beeinflusst oder vielleicht ausüben muss. Ja, also das war ein bisschen übertrieben gesagt, dass keinen Ertrag mehr gibt. Also das, was sozusagen das Verhältnis von Zuwachs, also Photosynthese zu stehender Biomasse verändert sich. Und für die stehende Biomasse jetzt bei einem Wald oder bei einer ausdauernden Kultur brauchst du Erhaltungsatmung. Das heißt, du hast ein Gewebe, das, damit es das erhältst, auch Energie braucht. Das heißt, das Verhältnis aus quasi Neuzuwachs und Erhaltungsverbrauch wird enger. Und das sind genau die Überlegungen, die man anstellt. Das Problem ist, wenn du in der wissenschaftlichen Literatur liest, dann kommst du schon immer wieder zu Lösungsideen, aber die sind oft ein bisschen nischenartig. Also ich glaube schon, dass es das, was du gesagt hast, eben solche Nischen gäbe, wie Agroforst oder was auch diskutiert wird und schon der Alfred Grant hat das, glaube ich, einmal probiert, perennierender Weizen. Nur der Ertrag war halt ziemlich enden wollend. Und zum Teil auch aus der Logik dieser Erhaltungsrespiration draus, aber natürlich auch aus der Züchtung. Also sozusagen Systeme in Richtung reiferen Ökosystem zu bringen, ist genau das, was wir mit allen Maßnahmen probieren. Also sozusagen nicht immer
rabiat mit dem Flug in die Primärsukzession, in den Anfang der Sukzession zurück, sondern schon ein bisschen Dinge zu erhalten, wo eben perennierende Kulturen und Agroforst schon sehr weit wären. Aber selbst die ganze Untersaat, Zwischenfrucht und alles geht ja schon in dem Bereich, quasi das Ökosystem stabiler zu halten. Auf einer der ersten Folien haben wir gesehen, dass die Sonne, die verdunkelt wird, auf dem Schulprojekt. Und wenn es so relativ viel dann zu sehen, zusammenzähle, wir schaffen es mit unseren pflanzenbaulichen Kreisläufen oder Produktionen nur 2-3% der Sonnenenergie wirklich in Energie oder in messbare Energie umzusetzen. Ja, also das war schon, glaube ich, bei der 1,5 Flaschen Wein, bitte zeichnen. Also die Energiezahlen muss ich jetzt einmal, aber tendenziell ist es schon so, also die Photosynthese, die Effizienz der Photosynthese ist tatsächlich nur bei 1. Also die Umwandlung von Strahlungsenergie in chemisch gebundene Energie liegt tatsächlich nur bei 1-2%, genau. Also du hast, genau, also man hat sehr viel Rückstrahlung, man hat Aufwärmprozesse. Also man kann so eine Energiebilanz erstellen. Da hast du immer einen kleinen Teil, nur der chemisch gebunden ist, ein Großteil strahlt zurück, ein Teil wärmt Ökosysteme auf und ein wichtiger Teil geht auch in Verdunstungsenergie hinein. Und Verdunstungsenergie ist aber auch wichtig, ne, weil die Wasserkreisläufe hängen einfach an sozusagen das wieder was. Darum ist halt ein grünes Landschaft, ist auch feuchter, weil da einfach sehr viel in quasi Verdunstung abgefangen wird und damit im Wasserkreislauf intakt bleiben. Ich habe jetzt eine Online-Frage. Das hast du in früheren Vorträgen zu diesem Bodenpionierprojekt eh schon einmal erklärt, aber heute halt nicht. Was hat der Pionierbetrieb konkret anders gemacht als der Standardbetrieb? Und gibt es auch Unterschiede bei konventionellen und Biobetrieben jetzt und innerhalb von diesen Pionierbetrieben? Das ist eigentlich drum, das war auch Grund, auf diese Ökosystemlogik zu kommen. Ich glaube eben, dass die Pionierbetriebe gehen in diese Immergrün-Richtung, die halt ein bisschen ein Weg von dieser unmittelbar nach der Störung liegenden Ökosystemen ist. Und das haben alle, also die haben ja alle alles Mögliche gemacht, aber eben das Ziel Immergrün war überall drin. Bei vielen halt über die Zwischenfrucht, der untersaaten Fruchtfolgen und dann die wenige Störung, sozusagen das Ökosystem wieder zurückzuversetzen, zu resetten, indem man nicht die wüderste Bodenbearbeitung macht. Das haben alle gemacht. Und das Interessante ist, wenn man eben die Frage biokonventionell, wenn man das liest in der echten Ökologie, ist das scheißegal. Du bringst verschieden Energie hinein. Du kannst über Spritzen mit Glyphosat kannst resetten und du kannst über das Ackern auch resetten. Es ist immer ein Reset hin zu einer Primär, einem Anfang einer Sukzession. Das ist wurscht. Es sind andere Formen. Und darum hat sozusagen wir haben, der Kollege ist zum Glück da, der hat ein bisschen das managementmäßig ausgeweitet. Also den Unterschied biokonventionell, da waren Biobetriebe unkonventionell in den Pionierbetrieben drin, den hat es nicht gegeben. Da ist jeder so wenig wie möglich störungstot gestorben und jeder halt in seinem System. Und Bio ist halt anders als konventionell. Ja. Direkt so hat der Mensch halt ein bisschen über das Glyphosat und der Biomensch halt ein bisschen mehr über mechanische Energie. Aber im Prinzip für das Ökosystem, also jetzt von dieser Reset-Logik, ist es wurscht. Also und genau. Also es war, manche Betriebe haben schon auch organischen Kohlenstoff zugeführt. Das hat sich aber interessanterweise bei den Analysen, die wir gemacht haben, hast du das gar nicht so ausgesehen. Also da war ein bisschen da muss man schon aufpassen, da gibt es genug Ergebnisse in der Literatur. Nein, nicht, wenn du Kohlenstoff zuführst, hast du irgendwie natürlich mehr Humus, aber es ist bei uns nicht so ausgekommen. Und bei den Bodenproben, also wir haben Kationen-Austauschkapazität und Basensättigung gemessen, aber sozusagen mit den klassischen Methoden
Da, aber das war nicht der Schwerpunkt. Da ist eigentlich, habe ich keinen großen Unterschied gesehen. Ein bisschen was zu dem, also ehrlich gesagt, ich meine, das ist ja eine alte Weisheit, dass Primärpartikel sich je nach Kationen, je nach Salzgehalt im Boden und je nach pH-Wert unterschiedlich zusammenlagern. Das ist da ein bisschen aufgezeichnet mit meinem Ton. Du kannst jetzt Seicheschichtungen haben und du kannst Seicheschichtungen haben, die von der Primärporosität andere sind. Und das ist bekannt, ne? Mehr oder weniger, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ob das jetzt genau die Kinsey-Ideale auf der sind, das geht um mehr in die Pflanzenernährungsrichtung. Das weiß ich nicht, aber das sind Miniporen. Also da sind wir noch im Nanometerbereich. Das ist sozusagen für die Lebensräume. Die aktiven Lebensräume, das sind viel größere Poren, da ist dieses Ausflocken, das halt von Calcium und Magnesium und anderen Kationen abhängt, das ist quasi weit von dem weg in der Größenordnung. Das heißt, das sind dann wirklich nur mal die biologischen Zusammenbastelungen von diesen Flocken, von diesen Tonflocken. Aber ehrlich gesagt, bei den sozusagen mit den AGES-Methoden gemessenen Basensättigungen, haben wir eigentlich keine wirklichen Unterschiede gesehen zwischen den Betrieben. Bitte? Hier ist doch nicht. Ja. Weil der Gehalt in den Biokohle sehr gering ist und letztendlich wird nur die Struktur des Bodens ein bisschen auch besser. Also ich muss zugeben, ich muss mich mit dem noch genauer beschäftigen. Da gibt also wir sahen sicher stark in Böden, die sehr extrem hohe Kalziummengen natürlich drin, aber es gibt schon zusammen, also ich kenne schon die Frage freies Kalzium, gebundenes Kalziumcarbonat, aber da waren die Austauscher waren natürlich bei vielen Böden total mit Kalzium belegt und man hat oft diese geogenen Standortunterschiede außer gesehen, viel mehr offenbar als die Bewirtschaftungsunterschiede. Ein bisschen ein pH-Werteffekt hat man gesehen bei den Referenzböden, weil dort einfach mehr Organik drin ist und das ändert ein bisschen was. Das Ziel ist ja, wenn die Unterdeckung in so wenigen Momenten bleibt. Und wenn jetzt umsteigt, dann prüfen auch direkt an. Wann ist aber nicht die Zeitraum, das ist der erste Entscheider. Oder gibt es eine ersichtliche Bodenbodenanalyse, die so, okay, Ganz ehrlich gesagt, von der biologischen Seite glaube ich gar nicht, dass man unbedingt No-Till braucht. Also die wendende Bodenbearbeitung ist das Hauptproblem, weil die Mikrobiologie so stark, die sind halt konservativ aus Wohnen. Also die Lebensräume, die oben sind ganz andere, die unten sind. Und das Umdrehen ist die größte Störung. Also wir haben die Ergebnisse habe ich nicht, wir haben im EEB haben wir auf diesen Landwirtschaftsschulflächen, wo halt verschiedene Bodenbearbeitungen sind, gemessen. Und da hast immer einen Sprung vom Pflug schon zum Gruber. Also sozusagen, da ist schon quasi die nicht wendende Bearbeitung, die Lebensräume geschichtet lässt, wie sind, hat da schon sehr viel ausgemacht. Darum bin ich ziemlich überzeugt, dass eigentlich die Menge an Photosyntheseprodukten, sprich die Immergrünrichtung, eigentlich wichtiger ist als die Bodenbearbeitungssache. Und da ist immer gescheiter, man redet mit den Praktikern, die halt den Weg zu einer Direktsaat, wenn man die denn will, erklären, die halt lange dauert und einfach ein Anpassungsprozess ist, damit das hinhaut. Aber also gerade von der Mikrobiologie und auch in der Humusdebatte ist das eigentlich alles, wird das alles entspannter. Also ich glaube, es hängt alles an der Netto-Primärproduktion, mehr Grün, mehr Pflanzen. Wenn wir eine Altregeluntersuchung für leichter, dass es hier oben irgendwo größere Vorstellen, das zum ändern, wo muss ich umsetzen, das ist ein Nachwuchs, also vor allem staatliche Umsetzung ist wichtig, dass ich mal nur die Umstabilität habe und der Rest ist mehr oder weniger. Man hat ja zum Teil in Direktsaatböden habe ich immer wieder gleiche Platten beobachtet. Also es ist nicht so, dass die reine Mechanik quasi von der Bodenstruktur, von diesem Krümelziel
das ist ein Beitrag, aber es ist nicht das Einzige. Also das habe ich öfter schon beobachtet, dass es auch in Direktsaatböden, die zwar stabiler sind, nach gewissen, weiß ich nicht, Ereignissen Plattengefüge gibt. Das sind jetzt nicht so hart oder was. Das ist schon pflanzlich noch managebar, aber so ein bisschen eine Strukturdegeneration, das ist selbst mit Nullmechanik möglich. Das würde mich jetzt interessieren. Also, weil du hast gesagt, quasi, dass diese Rechnungsbögen, die muss ich halt jetzt dann nicht erreichbar machen. Also, weil das ist ein natürliches System, das ist ein landwirtschaftliches System. Aber kann man irgendwo sagen, wo ist das Grenze, wo ist das Potenzial für den, also wo die Netzwerke auch passieren? Also ich glaube, ich meine, für mich ist ja eigentlich Humusaufbau nicht das Ziel mehr, sondern eher die Umsetzungsprozesse, weil das den lebendigen Boden ausmacht. Aber das, was zirkuliert in der Diskussion und das heute für das Gescheiterste ist, dass man jetzt von einer Region bei gleichen Böden das die obersten 20% oder 10% der Ackerflächen nimmt. Also das oberste Quartil oder das oberste 10% Quantil der Ackerflächen auf einer gewissen Bodenform. Von den Humuswerten glaube ich, dass es da genug Daten gibt, weil Humus wird schon relativ viel gemessen. Und wenn du sagst, ich tue eine Klimabodenregion abgrenzen und schaue mir nur bei den Ackerböden an, was ist sozusagen die 20% besten, wo sind die? Sicher, ich weiß eben, man muss überall aufpassen, aber das ist noch realistisch. Also das halte ich am ersten für ein realistisches Ziel. Aber ehrlich gesagt, ich halte das Humusziel für einen Unfug. Weil es kann ja sein, dass der Humus gleich bleibt und trotzdem wird der Boden viel besser, weil einfach die Umsetzungsvorgänge mehr werden. Ich meine, das ist immer ein Rein-Raus-Spiel beim Humus. Ne? Und wenn es da, du kannst sein, du butterst mehr Biomasse ein, aber die Mikroorganismen werden aktiver und setzen mehr um. Das ist super, weil du hast einfach bessere Bodenstruktur, bessere Nährstoffkreisläufe, beim Humus siehst du vielleicht nichts. Habe ich durchaus auch von manchen Leuten schon Bodenproben gesehen, die haben gesagt, na, wir machen seit, weiß ich nicht, 7 Jahren NESA und es ändert sich nichts, ne, weil wir messen Pools und keine Flüsse. Das heißt, das kann trotzdem alles besser und aktiver und lebendiger sein. Aber, ja, das ist, also ganz ehrlich gesagt, das sind, also diese 4 Promille und die, das sind rein theoretische Rechnereien. Das ist nur Theorie. Also da gibt es so viele Gründe, wo da das ist, es wird kommen, das weiß ich eh, und man muss sich mit dem befassen, aber jetzt von einem ökologischen Gesichtspunkt ist das eigentlich eine völlig uninteressante Diskussion. Das bringt überhaupt nichts als Diskussion. Ja, das ist jetzt schon wieder übertrieben, aber. Gut, ich glaube, wir haben keine Hände, und da müssen wir schauen, dass wir den Hintergrund treffen. Das, was sicher passiert, wenn es also sozusagen mit einem organischen Dünger, du schließt ein bisschen den Kohlenstoffkreislauf. Sozusagen, das ist, ich meine, da gibt es auch hunderte Versuche, die das zeigen. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Prozess beeinflusst du am stärksten? Also beim Humusaufbau, wenn es da radikal verbrennst, dann wirst du schon mehr sehen, das Ganze wird sich in einer relativ labilen Fraktion abspülen. Das heißt, dein organischer Dünger ist halt einfach ein relativ gut teilweise gut verstoffwechselbares Material. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Stallmist, dass man bei der Bildseite ein bisschen Möglichkeiten hat, weil das muss ja quasi immer, wenn so schwerer zersetzbare Reste, die müssen aufknackt werden und da sind die Pilze von den Enzymen besser und dann kommen die Bakterien nach. Ich meine, das sind, was wir immer sagen, Pilze und Bakterien sind gute Freunde, das sind nicht das oder das. Und sozusagen bei vielen organischen Düngern, die komplexere Kohlenstoffe haben, hast Pilze, die anfangen, das abzubauen. Das heißt, ich glaube, dass du sozusagen für die Pilze da schon was Gutes tust. Und jedenfalls ist es ein Kreislaufding, aber das ist halt eine Möglichkeit eines Betriebes. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Das ist halt die Spezialisierung unserer Agrarlandschaft. Das kann man schon regeln, aber das muss halt einmal wer wollen, Märkte regeln. Da sind wir leider ein bisschen weit weg, noch weiter als von der Erkenntnis. Passt. Danke sehr, Gernot. Danke dir und auch danke allen für die Fragen. Wir werden auch genau jetzt das nutzen, nicht nur das Bodenleben füttern, sondern auch uns, dass wir sie dementsprechend nachher wieder für den Nachmittag dementsprechend Energie für uns haben und uns auf die weiteren beiden Vorträge konzentrieren können.
Wir nutzen die Zeit jetzt eine gute Stunde, ich sage einmal bis 13:30 Uhr. Erstens einmal, dass wir das Mittagessen zu uns nehmen, auf der anderen Seite auch, dass wir Zeit geben für den Austausch untereinander, für die Fragen, die gestellt worden sind, wie kann ich den Umstieg vom Flug auf andere Bearbeitung noch erschaffen. Es sind nur Leiterinnen, die das eine oder andere die Umstellung schon gemacht haben oder mittendrin sind. Für diesen Austausch geben wir Zeit bis 13:30 Uhr und dann darf ich den Bodenbiologie-Tag noch weiter fortführen.